Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Returnal. Ja, ich habe mir was Kleines ausgedacht, ich habe mir was überlegt. Nachdem wir ja schon hier alles abgegrast haben, den Endgegner schon das ein oder andere Mal besiegt haben, habe ich mir gedacht, hey, wie wäre es damit, wenn wir folgende Challenge rangehen? Und zwar werde ich mal kleine Sequenzen aufnehmen. Was? Lass mich mal hier in Ruhe erzählen, ja bitte, danke. Werde ich kleine, kurze Sequenzen aufnehmen, also keine langen, einzelnen, kompletten Folgen. Und ich werde Folgendes machen. Und zwar finden wir ja immer hier solche armen Kameraden hier. Unbekanntes Anzugssignal. Möglichkeit, die letzte Bewegung eines anderen Scouts zu verfolgen. Wir suchen genau diese Anzugssignale. Und wenn wir die scannen, gehen die ja zurück hier so in den Körper, in die Leiche, in den Toten hier rein. Und wenn wir Glück haben, verwandelt sich der Körper hier nicht in ein Ungetüm, das uns verfolgt und uns killen möchte, sondern wir können ihn rächen. Wir können ihn entweder plündern oder rächen. Aber wir wollen ihn rächen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, wenn wir ihn rächen, dann kommen die absolut krassesten Gegner. Aber wenn wir ihn gerecht haben, und das ist das Coole wiederum daran, das ist mir nämlich bisher zweimal passiert, dann erscheint bei demjenigen, der da gespielt hat und hier gestorben ist, das sind ja wirklich echte Spieler, wenn er das nächste Mal in Returnal unterwegs ist, eine Meldung, dass er gerecht worden ist von uns. Ziemlich cool, wie gesagt, ist mir bisher zweimal passiert, kam vor allem eine Meldung, hey, du wurdest gerecht von sowieso. Ich so, ey, was ist hier los? Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wir die Möglichkeit nicht bekommen, sondern dass das Ding sich da in einer echt komischen, wuselnden Kreatur verwandelt und uns verfolgt. Das ist dann nämlich die Leiche hier. Und wenn wir das dann erledigt haben, stürzt die Leiche wieder zu Boden. Und dann, glaube ich, dann kann es sein, dass der Nächste, der die dann findet, die dann rächen kann. Ich glaube, irgendwie so, glaube ich zumindest, ist es. Das Problem ist, wir sind hier gerade ganz am Anfang, haben jetzt gerade erst gestartet, haben quasi eine unheimlich kleine Mini-Waffe, also noch die allererste Waffe. Und wenn wir den Kameraden jetzt hier rächen, dann kann es ziemlich in die Hose gehen. Okay, er hat sich schon mal nicht verwandelt. Wir können ihn tatsächlich rächen, Leute. Er hat sich nicht verwandelt. Also, toter Scout. Astra Scout verstorben, für Bergung markiert. Online-ID Tuna Mago. Hier ist der Player. Verstorben am 7.7.2021. Todesursache ein Geschoss. Okay, wir rächen ihn. Da hinten ist eine Fluchtmöglichkeit, weil die wir immer wohl brauchen. Dann schauen wir mal, was passiert. Da man sieht schon an dem Balken, der ist schon mal orange, was schon mal nicht gut ist. Wo kommt der? What? Fuck! Was war das? Was war das? Oh, was generiert denn in der Übersicht? Das schaut aus wie so eine Frontalfontäne wie bei unseren Höhlen. Ja, das ist sowas. Der kann sowas auch. Das ist ja heftig. Ach du Scheiße. Ich will gar nicht erst, dass das Ding anfängt zu feuern. Mir mit unserer kleinen mini-kleinen Pup-Pups-Waffe hier. Da haben wir ja überhaupt keine Chance, wenn wir da reell gegen den da drin mit dieser kleinen Waffe kämpfen. Okay. Nein, Leute, das riskiere ich nicht. Auf gar keinen Fall, das könnt ihr knicken. Das mache ich nicht. Das sind wir ja so platt. Und wenn der da rauskommt. Da, es hat abgeschossen.
Entschuldigung, ich wollte jetzt mal schauen, was das ist. Das sind so Pfeile. Die sind ja übelst. Ha, vergiss es. Du nicht. Puh. Jetzt habe ich dich. Warte. Pfeile sind nochmal gekommen. Yes. So, es müsste doch hier eigentlich was stehen, oder? Keine Meldung. Letztens hatte ich da eine Meldung bekommen, wo drin stand, der Scout wurde gerecht. Hm. Es kam keine Meldung. Na gut, keine Ahnung, aber eigentlich müssten wir ihn jetzt gerecht haben. Ja, das war unser erster Scout. Der zweite und dritte und vierte Feld zugleich. Ich werde mich auf die Suche machen nach dem nächsten Anzugssignal. Wenn ich denn dann eins wieder gefunden habe, sehen wir uns dann hier wieder. Bis dahin, tschüss. Ja, wir haben ein Anzugssignal gefunden. Mal schauen, ob wir rächen können. Nein, mal wieder nicht. Ach, wie kacke. Es ist so doof, dass man da nie jemanden rächen kann hier. Ja, wir sind mittlerweile in der Wüste und haben ein weiteres Anzugssignal. Die Frage ist nur, können wir es rächen? Ich muss erstmal hinkommen. Toll. Scheiß Geschütze. Wir haben eins, aber wir wissen nicht, ob wir hinkommen. Okay, da ist noch ein. Oh Gott. Wow, das war knapp, Leute. Krass, wie der einen angegriffen hat. Wie der auf einen zugekommen ist. Scheiße. Nicht dein Ernst, oder? Gott, nochmal.
drei Geschütze. Alle drei sind geschützt. Na toll. Okay, aber wir sind so gut wie unheimlich tot. Wir sind total verwundet. Wie soll man denn da jemanden rächen? Wieder keine Rache. So ein Mist. Na toll. Kommst du rauf? Verfolgt uns auf jeden Fall. Tot. Wir wollen doch nur Rache. Da liegt sie. Sie hat uns verfolgt hier, weißt du? Todesursache Geschoss. 14.05. Das ist ganz schön lang her. Toter Scout online. Heißt es, dass der online war oder ist gerade? Das ist nämlich auch etwas, was ich nicht weiß. Ich habe ihn nicht gerecht, ne? Na gut, wieder eine erfolgreiche, erfolglose Rache. Gut, wir sehen uns beim nächsten Signal. Schlag auf Schlag und hier ist dann schon das nächste Anzugsignal. Jetzt gehen wir gleich an. Erst sichern wir die Gegend. Siehst du? Selbst gesagt.
Erstmal sichern wir die Gegend. Denn es reicht, gegen was wir dann erkämpfen müssen. Da braucht man nicht auch noch andere Gegner. Naja, wir haben noch Platz. Na dann. Wir können ihn rächen. Wir können ihn rächen. Wir können ihn rächen. Am 19.06. ist auch schon ganz schön her. Tokinetti. Geschoss. Okay, dann schauen wir mal, was wir leben. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Wow, krasses Teil. Eis in der Wüste. Haben wir auch noch nicht gehabt. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ist der wieder widerstandsfähig? Wir haben ihn gerecht, wir haben ihn gerecht, wir haben ihn gerecht. Wir haben dich gerecht. Yes! Eine weitere Rache war unser. Das ist ja kein cooles Bild. Wunderbar. Dann auf zum nächsten Signal. Ja, hier sind wir wieder zurück. Hier liegt unser toter Scout. Wir haben das nächste Anzugssignal gefunden. Sammeln wir jetzt noch kurz hier die Gesundheit auf. Da ist es. Okay, was passiert? Okay, er verwandelt sich auch nicht. Gut, also Lindsay 0696 am 11.07.2021 durch ein Geschoss. Wo ist der nächste Ausgang? Wo ist der nächste Fluchtpunkt? Und das sperrt sich auch noch zu. Ist es nicht schön? Uah. Boah, wir haben ihn noch nicht mal gesehen. Oh, Leute! Mami! Haben wir überhaupt schon mal getroffen? Oh, ich hänge fest, ich hänge fest! Ich sehe nichts! Boah, ist der Typ heftig! Puh, lauf!
Wir haben es geschafft. Toter Scout gerecht. Genau, das ist das, was ich meinte. Was letztens eben nicht da stand. Wir haben ihn gerecht. Steht es jetzt hier nochmal dort nicht, ne? Nee. Okay, unser zweiter Scout ist gerecht. Juhu! Boah, die Typen sind schon echt der Hammer hier. Die hier kommen dann. Die sind nicht ohne. Na gut. Yippie! Aber wir leben noch. Wir haben es geschafft. Dann gucken wir mal, bis wir den nächsten finden. Den nächsten. Das nächste Anzugssignal. Und ob wir das dann nochmal schaffen. Bis dahin. Ja, hier sind wir wieder zurück. Mittlerweile sind wir in der Wüste angekommen. Und haben unser nächstes Anzugssignal entdeckt. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier alles cleanen. Bevor wir da ist es. Da seht ihr es schon. Bevor wir hier irgendwie was angehen können. Denn das wird... Oh. Hui. Hui. Okay. Gut. Haben wir noch hier irgendwas, was uns während unseres harten Kampfes, was es mit Sicherheit werden wird, den Gar ausmachen könnte? Kriegen wir da irgendwas? Nee, ich lass mal. Okay. Wir haben hier keine Tore, hinter denen wir uns verstecken können. Da ist er schon. Ist nicht weit. Okay. Geht noch ein Bogen. Das ist das, was ich meine. Da sind sie quasi so entrückt. Ne? Das ist nämlich jetzt... Boah, die schießen wie verrückt auf uns. Dass ihr das mal seht. Hier, das ist so ein Wabbelding. Krasses Teil, oder? Und das ist nämlich der Scout, der am Boden lag, der sich so verwandelt hat. Wie so ein Entrückter hier. Da sieht man's. Schaut das krass aus, oder? Das habe ich auch noch nie geschafft. Hier, guck mal. Boah, ist das übel, hä? Oh, cool, wie das funktioniert. Das schaut schon übel aus, hä? So. Dann geht der nämlich so hops. Und dann liegt er nämlich hier so rum. So, dann steht das nämlich hier da. Ontechlodine. Am 5.7.2011 Todesursache, Geschoss. Aber wir können ihn jetzt nicht befreien, gar nichts. Ich vermute, wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, dass jetzt der Nächste, der hier vorbeikommt und dieses Anzugssignal dann hier findet, ihn dann rächen kann. Also dass man zuerst die Leiche von diesen Parasiten befreien muss und der Nächste, der dann kommt, kann ihn rächen, weil ich kann das jetzt nicht mehr. Ich habe da keine Möglichkeit, ihn irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu rächen, weil ich habe hier kein Anzugssignal, gar nichts mehr. Aber wie gesagt, das passiert relativ oft, was wir gerade gesehen haben. Und dass man die Möglichkeit hat, jemanden zu rächen, ist gar nicht, kommt gar nicht so oft vor. Okay, dann sage ich mal wieder vielen Dank. Und wir sehen uns wie immer in dieser Folge beim nächsten Anzugssignal, das wir gefunden haben. Und ja, bis dahin dann. Tschüss.
sind wir wieder. Unser nächstes Anzugsignal ist gefunden. Oh oh. Wie ihr seht, hui, haben wir mittlerweile die Waffe gewechselt. Scheiße, hat uns getroffen, die Schweinebacke. Das sind zwei! Damit konnte ja jetzt keiner rechnen. Oh, die ist ja gar nicht so schlecht, wenn man trifft. Okay. Was haben wir da Schönes? Gut, jetzt müssen wir aber erst noch abchecken, ob da noch was drin ist, bevor wir den befreien. Ihn oder sie. Oder wem auch immer. Okay, aber da scheint keiner mehr zu kommen. Scheint clean zu sein. Da oben ist auch keine Fallen oder sonst irgendwas. Okay, was ist da drüben? Hier geht's weiter. Gehen wir erstmal da rein. Da irgendwas passiert. Ne, bei der schönen großen Hand passiert nichts. Das frage ich mir nach wie vor, ne? So cool gemacht wie diesen Wirbel. Was passiert da sonst nichts, ne? Eigentlich schade. Gut, hier können wir uns zurückziehen. Hier können wir flüchten, ne? Denn ich vermute mal. Ja. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Jesus Christ. Wenn das in ein Entrückter ist. Es ist ein Entrückter. Dann kommt er hier raus. Den müssen wir erst platt machen. Verdammte Kacke. Okay, das war für die Katz. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war nicht der Entrückter. Ich wollte gerade sagen, der Typ ist aber flott. Das war was anderes. Lauter Geschosse sieht man gar nicht, was man da. Oder war das er? Nein, nie im Leben. Den treffen wir nicht, der ist zu weit oben. Da ist er schon, der Kleine. Da ist er schon, der Liebling. Der Liebling aller Schwiegermütter. Oh, Mami. Ja gut. Okay. Jesus Christ. Das ist doch nicht mal unsere Möglichkeit, hier zu rächen. Gut, wo geht's denn überhaupt hin? Wo liegt er denn überhaupt? Hier liegt er. Noch gar nicht gesehen. Ich traue mich nicht. Er verwandelt sich nicht. Wir können ihn rächen. Oh Gott. Onche Claudine. Hatten wir den nicht schon? Onche Claudine. Hatten wir den nicht schon? Da müsste ich nochmal in die Videos nachschauen. Aber eine Claudine oder irgendwas hatten wir doch schon. 17, 17, blub,
10.7. Durch ein Geschoss ist es dahingerafft. Ist er dahin, sie dahingerafft worden. Okay, mal schnell das abchecken, wie wir laufen müssen. Und dann hier hoch. Okay. Ich räche dich! Oder nach unten. Nach unten wäre auch eine Möglichkeit, gell? Ich sehe ihn nicht, Leute. Da ist er. Der ist aber auch nicht ohne hier. Oh, da ist zu! Oh, scheiße! Das war's da wohl mit Rechen. Oh, Fakometer! Was hat er überhaupt? Oh, Scheiße! Scheiße! Oh, wir haben es nicht geschafft. Ich habe vergessen, nochmal die Gesundheit zu nehmen. Ja, mal kurz vor drauf gehen. Oh, wir haben es nicht geschafft. Wir konnten sie nicht rächen. Wir wurden getötet. Verdammt. Ich hätte nochmal die Gesundheitspiole nehmen sollen. Ich denke immer nicht dran. Ich bin so eine Nase. Ich bin so eine absolute Nase. Na gut. Wie ihr schon seht, die Dinger sind echt heftig. Schade, wir hätten sie so gern gerecht. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir das nächste Anzugsignal gefunden haben. Bis dahin.